guys! Just as a little intro before the actual video starts, don't wonder this video will be in German. Because, as the title of this video says, I will present you all of my Inktober drawings of this year's Inktober, and because I'm way more confident in German, I thought that I would record this video in German. Because this way I can talk a bit more about the drawings and could comment about them a bit more. But also don't worry, I will be adding English subtitles so that you can also understand what I'm saying even if you don't understand German. So yeah, that's all for now and I'll be right back. So, und da bin ich wieder, jetzt auf Deutsch. Ist ehrlich gesagt etwas ungewohnt für mich, mich jetzt auf Deutsch aufzunehmen, weil ich ja eigentlich auf Englisch zu euch spreche eher. Aber wie gesagt, ich werde auch Untertitel zu diesem Video hinzufügen, so dass alle, die jetzt kein Deutsch sprechen und das verstehen, auch wissen, was ich jetzt gerade sage. Und genau, ja, lasst uns einfach beginnen mit Inktober 2019. Er ist endlich geschafft und ich bin ehrlich gesagt etwas froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Es war wieder mal sehr anstrengend, aber ich habe es ja schon zum zweiten Mal geschafft. Und dieses Jahr ist es ein bisschen anders als letztes Jahr, wie ihr vielleicht auch schon aus meinem ersten Inktober-Video von diesem Jahr wisst. Habe ich dieses Jahr leider nicht so viel Zeit gehabt wie letztes Jahr. Deswegen habe ich halt die Bilder auch nur in meinem kleinen Skizzenbuch gemalt. Letztes Jahr habe ich so ein riesiges quadratisches Papier gehabt. Ja, ich habe auch dieses Jahr die Bilder meistens so gesagt, dass ich sie innerhalb von einer Stunde fertig haben will. Manche habe ich trotzdem ein bisschen länger gebraucht, aber ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und genau, dann lass uns einfach beginnen mit Tag 1. Hier hatte ich auch noch keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Ach ja, genau, ich habe auch dieses Jahr mit der offiziellen Promptlist vom Inktober gemalt. Die könnt ihr euch auf der Seite vom Inktober, auf der offiziellen, angucken. Da stehen auch nochmal alle Prompts. Ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung dafür gerade ist tatsächlich, aber es sind eben die Themen, wo man eben die Bilder nachrichtet. Das erste war Ring, also Ring. Und genau, ich habe immer versucht, mir Charaktere auszudenken, also rauszusuchen, an die ich sofort denke, wenn ich dieses Thema lese. Und habe mir auch schon vorher so ein paar Gedanken gemacht, welche Charaktere ich malen will. Und genau, für Tag 1 war das dann Ciel von Black Butler. Genau, Versprecher sind auch hiermit inbegriffen. Aber genau, ich nehme das Ganze einfach jetzt so frei Schnauze auf, sage ich mal. Und deswegen wird vielleicht auch ein bisschen cringy. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen, auch wie lang es wird. Ich werde aber mich hoffentlich nicht zu lange an jedem einzelnen Bild aufhalten. Na, mal gucken. So, genau. Tag 1, Ciel. Ja, ich habe hier so ein paar mit so Rosen drum gearbeitet. Eben habe an ihn gedacht, weil er ja auch diesen Ring immer hat, sein... ja, Erbschaftsring oder so. Weiß nicht, wie es genau heißt gerade. Ja, ich bin jedenfalls ein großer Black Butler-Fan und ich finde ihn einfach mega toll und auch als Charakter. Und ich liebe den Manga und auch den Zeichenstil ist super toll. Deswegen Ciel, ja. Und genau, das war Tag 1 schon. Jetzt nichts so Besonderes. Da Tag 2 und 3. Genau, ich habe immer auf der Vorder- und Rückseite gemalt. Man sieht auch die Bilder ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es im Video dann so sehen wird, durch das Papier, hier sieht man auch so ein bisschen, ist die Tinte durchgedrückt. Ja, hier sieht man es nicht so, aber hier auch zum Beispiel sieht man schon so ein bisschen vom nächsten Bild. Ich habe es versucht, immer so ein bisschen minimal wie möglich zu halten, aber manchmal konnte ich es einfach nicht verhindern und dann hat man eben das Bild ein bisschen durchgesehen. Naja, gut. Jedenfalls hier Tag 2, Mindless. Ja, ich muss die deutsche Übersetzung dafür nochmal, ja... weiß ich gerade tatsächlich nicht. Super Vorbereitung fürs Video. Jedenfalls, das ist Yoon von Darker Than Black. Habe ich vor einer ganzen Weile gesehen und ich fand sie echt, echt toll. Sie ist halt so nicht so gefühlt stark. Eher so in die Richtung Kudere. Und ja, deswegen, sie hat mich immer an so eine Puppe erinnert. Deswegen habe ich hier auch diese Puppenspielerfäden hinzugefügt. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit. Ich mag ihre Pose sehr gerne. Habe ich auch ein bisschen mit Buntstift drüber, so ihr Kleid koloriert, damit einfach ein bisschen Farbe auch drin ist. Ich habe auch meistens immer die Augen trotzdem koloriert, weil ich einfach so ein bisschen Farbe immer in die Bilder bringen will. Außerdem mag ich es, wenn die Augen ein bisschen farbig sind. Ja, Tag 3, Bait, also Köder auf Deutsch.
Beiles von Fire Emblem Three Houses. Ja, einfach das Angeln ist mir so extrem in Erinnerung geblieben für dieses Spiel, was so gut ist. Und ja, einfach ein kleiner Chibi, weil ich war auch an dem Tag ein bisschen faul und ja, dann ist einfach nur ein Chibi bei rausgekommen. Jo, Turk 4, ja, great. Wie man sieht, Freeze war das Thema. Und ja, ich fand's ganz gut. Ich wollte ihn unbedingt mal mit seinem Devil Slayer Tattoo malen. Deswegen habe ich das hier so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Hier noch so ein bisschen das Eis. Ja, die Hand ist so ein bisschen, naja, nicht die beste. Ich bin auch nicht mit dem Mund so zufrieden. Aber ja, genau, ich habe hier jetzt auch mit Brush Pen die Haare gemalt. Also ich benutze diesen hier, Pentel Brush Pen. Finde ich extrem gut. Also werde ich auch nochmal öfter darauf zurückkommen. Ich habe den sehr oft benutzt. Für die Linien hier übrigens habe ich mit diesem Tombow Brush Pen, der ist mir ein sehr guter Freund gewesen über diesen einen Monat. Ich glaube, jetzt ist er auch fast leer. Also ich habe ihn fast für jedes Bild benutzt. Entweder den oder normale Copycliner. Ja, genau. Das zu meinen Materialien. Genau. Hier jedenfalls Gray. Und Tag 5 Winry. Dafür habe ich auch ein Video gemacht. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht so viel eingehen. Das habt ihr gesehen. Tag 6 Husky mit Tokia von Utane Prinzhammer. Ich bin ja mehr der Otoya-Fan, aber ich finde Tokia, ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich finde, er hat sowas Husky-mäßiges und es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ob es offizielles Artwork ist, aber es gibt auf jeden Fall so ganz viele Artworks von ihm, wo er auch so in diese Werwolf-Husky-Richtung so geht und ich finde, es passt super zu ihm und ja, hier ist auch noch so ein. Habe ich versucht, einen Husky auf seinem Shirt zu malen. Es ist, naja. Genau, Tag 7. Mein Lavi von The Greyman. Wie manche vielleicht von euch schon wissen, ist mein Lieblingsanime. Und Lavi ist auch mein absoluter Lieblingscharakter. Jemals, immer. Deswegen musste ich ihn einfach auch mit integrieren. Und ja, es ist auch eins meiner Lieblingsbilder geworden. Ich glaube, Enchanted war das Thema, also verzaubert, verwunschen, sowas in die Art. Fand ich persönlich erst nicht so einfach, aber dann, ja, wenn man den Anime von The Greyman kennt, ich will jetzt auch nicht spoilern, dann weiß man, das hat hier dies mit dieser Markierung in seinem Gesicht zu tun und ja, was es dann damit auf sich hat, das will ich jetzt wie gesagt nicht spoilern, falls irgendwer von euch den Anime noch nicht gesehen hat. Genau, Tag 8, da hatte ich ein bisschen Struggle. Ehrlich gesagt, also es sind Iori und Rike von Idol 7. Super Anime, super Idol-Gruppe. Fangirl. Ist richtig guter Anime, will ich damit nur sagen. Und ja, ich wusste einfach nicht, Frail. Ich wusste, dass ich irgendwie Rike malen will, weil er ja auch über den Anime so ein bisschen kränklich eben ist. Und ich konnte aber irgendwie an dem Tag nicht so richtig zeichnen. Ich weiß nicht, ich war irgendwie nicht so in der Stimmung und dann ist es auch nur dieses Chibi-Bild geworden. Ich bin auch nicht so zufrieden damit. Naja. Ja, dann Tag 9, Kanon von Bandori. Oder Girls Band Party oder ich glaube, mit Bandori können die meisten von euch was anfangen. Ich spiele es auch und Kanon ist Best Girl und ich weiß nicht, ich fand es einfach süß, sie so Swing, es war das Prompt und sie so auf so einer Schaukel zu malen, fand ich irgendwie ganz niedlich. Vor allem, weil es auch so eine Karte von ihr gibt, wo sie auf so einer Schaukel sitzt. So ein bisschen anders. Das ist ja nur ihr Standard-Outfit. Ja, aber kam einfach so auf die Idee. Dann Tag 10, Pattern. Fand ich war sehr auslegungsfähig. Ich habe jetzt hier Kento von B-Project gemalt, ist nicht so bekannt, ist auch ein Idol-Anime mit männlichen Idols, wie man sieht. Und Kento ist da mein Favorite, ich finde ihn richtig gut. Insgesamt die Gruppe Swive finde ich richtig gut, ich liebe ihre Musik, ist so gut. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Und ja, ich habe dieses eine Artwork von ihm gesehen mit diesem Blumenmuster hier so an der Seite und das habe ich, glaube ich, selber einfach so ein bisschen da drauf gemalt. Mit diesem Gold und Dunkellila. Fand ich einfach sehr schön und deswegen dachte ich so, ja, mach jetzt du das Muster da mal.
Dann Tag 11 Snow mit Yoshino von Date Alive. Ja, hier habe ich ein bisschen mehr Farbe ins Spiel gebracht, genauso wie hier eigentlich auch schon. Hier habe ich auch mit blauen Copic Multiliner gearbeitet. Mir war einfach so ein bisschen mehr danach, ein bisschen Farbe reinzubringen. Ich weiß gar nicht, ob das Inktober eigentlich erlaubt ist, so viel Farbe reinzubringen. Weil eigentlich soll man ja eher schwarz-weiß arbeiten, aber ich habe das jetzt nicht so eng gesehen. Und es ist ja auch mit Inks, also mit Linern gemacht, deswegen, ja, dachte ich, das geht noch in Ordnung. Und ich finde sie einfach so, so cute und ach, ja, deswegen. Hier, Tag 12, Dragon, Drache. Habe ich eigentlich sofort an dazu gedacht. Und ich wollte auch endlich mal wieder Fairy Tale Charaktere malen. Ist ja so ein bisschen mein Ursprung. Und im Moment bin ich auch wieder so, jetzt wo dieses neue Fairy Tale Spiel auch angekündigt wurde, da bin ich ein bisschen hype wieder drauf. Ja, da habe ich dann mal den Natsu gemalt. So ein bisschen in seiner Dragon Force Form. Hier mit den Flammen hier so oben an seinem Kopf. Die so ein bisschen wie Hörner aussehen sollen. Und den Drachenschuppen hier. Hab auch versucht, ein bisschen Perspektive damit reinzubringen. Ja, ich finde es sehr, sehr cool. Ich mag seinen Blick hier und ist auch einer meiner Favoriten. Dann Tag 13, Ash. Also Asche. Kann man auch sehr auslegen. Ganz viele haben Ash von Pokémon gemalt. Wollte ich jetzt nicht, weil, ja, nee, nicht so. Und genau, ich habe jetzt hier Elliot gemalt von Pandora Hearts. Meinem absoluten Lieblingsmanga aller Zeiten. Jemals. Unübertreffbar. Und Elliot ist auch mein Lieblingscharakter aus dem Manga. Also er bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich will jetzt hier auch nicht spoilern, aber ich war auch von dieser einen Szene, wenn man den Manga gelesen hat, weiß man, welche ich meine, so ein bisschen inspiriert. Will ich jetzt auch nicht zu viel zu sagen, aber ich, ja, fand ich ganz schön. Ich fand auch eigentlich das hier ganz cool, diese Idee halt, dass er halt hier so dieses zerfällt und hier so in Asche übergeht. So. Naja, ich will nicht zu viel sagen. Dann, ja, die beiden Seiten sehen jetzt sehr, sehr voll aus. Hier habe ich auch, das sind, wie ich schon sagte, zwei Bilder. Hier habe ich ein bisschen mehr als eine Stunde für gebraucht, für die beiden. Erstmal hier Tag 14, Overgrown. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig übersetzt. Überwachsen oder so. Habe ich es mir jetzt wortwörtlich aufs Deutsche übersetzt. Und ja, hier habe ich jetzt Shiemi gemalt von Blue Exorcist. Auch super Serie. Finde ich immer noch richtig gut. Auch eine meiner Anfangsserien als Otaku. Und ich habe sie halt in ihrem Garten gemalt, der ja auch sehr, sehr bewachsen und mit vielen Pflanzen ist. Und hier so ein Baum und hier diese Hütte. Und eben einfach sehr, sehr viel Pflanzen hier mit reinzubringen. Hier ist auch noch Nie, aber Nie ist nicht so schön geworden. Ja, eben sehr, sehr voll und sehr, sehr überwachsen. Dann Tag 14. Das ist, glaube ich, auch eins meiner absoluten Lieblingsbilder vom dieses Jahr Inktober. Das ist Jeanne d'Arc aus der Fate-Reihe. Um genau zu sein, aus Apocrypha. Und ich weiß nicht, sie ist einfach, ich glaube, sie ist sogar mein Lieblingsweiblicher Servant aus der Reihe. Ich finde sie einfach richtig, richtig gut und als Charakter auch richtig, richtig stark. Und ja, ich habe sie halt in diesen Rauchwolken versucht zu malen. Hier auch so mit so ein bisschen rumfliegende Asche und so, als wenn sie halt wirklich so gerade in so einem Kampf steht, so richtig, wie das Thema ist, Legend, also so legendär eben wirklich, dass sie wirklich so, dieser, so ein richtig bedeutender Moment, auch hier mit ihrer Fahne, ja. Hier war ich, hier habe ich wirklich, glaube ich, 3 Stunden oder so für gebraucht. Dann Tag 16, Wild, also Wild, habe ich Morgiana von Magi gemalt, auch einem meiner absoluten Lieblingsweiblichen Charaktere in Anime, und hier sieht man auch leider ein bisschen das andere Bild so ein bisschen durch. Ja, ich habe hier jetzt mit so magenta-rotfarbenen Linern gearbeitet, auch ein bisschen Farbe reingebracht. Da habe ich jetzt tatsächlich aber auch nicht so viel Zeit für verwendet, aber es ist sehr gut geworden. Also ich mag den intensiven Blick, den sie hat, sehr gerne. Und ja, auch ihre Haare, ich weiß nicht, ich habe hier einfach so ein bisschen rumgespielt und es kam einfach sehr schnell so das bei raus. Ja, habe aber auch hier auch nicht so viel geshadet, weil ich an dem Tag, wie gesagt, nicht so viel Lust dann mehr hatte, irgendwie zu malen. Dann Tag 17. Hier sieht man vielleicht schon so ein bisschen, habe ich mit Gold gearbeitet, also mit goldenem Gelpen. Celica von Fire Emblem, oder Fire Emblem Echoes. Auch eins meiner Lieblingsspiele von Fire Emblem, also das Remake, das alte habe ich nicht gespielt. Und
ich weiß nicht, Celica ist einfach, ich finde sie einfach auch so toll. Sie ist auch, glaube ich, mein Lieblings. Ich habe sehr viele Lieblingsweibliche Charaktere dieses Jahr gemalt. Und ja, wie gesagt, hier ihr mit ihren ganzen Goldornamenten, weil Ornament war das Prompt. Und hier eben auch noch mehr mit dem Sophia-Wappen im Hintergrund. Ja. Dann Tag 18, Misfit, also sowas wie Aussätziger, sowas in der Art. Die beiden kennt vielleicht auch nicht jeder. Das sind Ritchie und Miketsukami. Ich glaube, so war sein. Ja, Miketsukami, ich glaube, so heißt er. Ich weiß es tatsächlich. Ich sag ja, super Vorbereitung. Ist tatsächlich wirklich sehr spontan, das Video. Ja, genau. Von Inuboku, oder Inuboku Secret Service SS, also von Inuboku, sage ich mal so. Das ist der Anime. Hat auch einen super Manga. Der Manga ist auch für den, also der Manga für den Anime noch weiter. Und ich weiß nicht, also es ist einfach eine super Story und die Charaktere sind mir sehr ans Herz gewachsen. Sind eben beide wirklich so ein bisschen wirklich Aussätzige, wie eigentlich schon alle in dem Manga mehr oder weniger. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Und die beiden haben es auch echt nicht so ganz leicht. Deswegen habe ich sie so, also wirklich so ein bisschen getrennt voneinander gemalt, weil sie eben wirklich sehr in ihren separaten Welten sind, vor allem am Anfang. Genau, dann hier Sling von Tag 19, also Schlinge. Da kam ja auch ein Video. Moment, von irgendeinem kam, hatte ich doch noch ein Video. Genau, von Yoshino kam ja auch noch ein Video. Ganz vergessen. Ja, aber von Dasai kam, wie gesagt, auch ein Video von mir. Habt ihr also hier auf YouTube auf jeden Fall schon gesehen. Und ja, genau, ich habe hier ein bisschen was Neues mal ausprobiert. Mit den Haaren. Also ich habe hier mit dem Liner erst halt das Schwarze halt schon mal reingemalt, die schwarzen Schatten. Und dann bin ich nochmal mit grauem Brushpen dann halt so da drüber gegangen. Ja, fand ich, war mal was ganz Neues und ich mochte die Methode auch ganz gerne. Genau. Dann hier Tag 20, das war, glaube ich, mein absoluter Horrortag. Ich habe an dem Tag nichts hinbekommen. Nichts. Also das Thema war Treat, Tread. Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. Also Tritt. Und also ich habe halt schon sofort irgendwie an Bakugo gedacht, aber ich habe die Idee auch sehr oft verworfen gehabt zwischendurch. Habe ich irgendwie andere Charaktere gemalt. Und dann war ich doch wieder bei Bakugo, habe aber da auch irgendwie nichts so richtig hinbekommen. Und es war furchtbar und ja... Der Tag war echt nicht gut und genau, dann bin ich am Ende dabei rausgekommen mit diesem Chibi und habe hier noch so versucht, so ein bisschen mit Hintergrund und alles so ein bisschen das zu retten. Fand ich, ging am Ende sogar einigermaßen, ja, ist, würde ich beiseite schieben. Abgehakt, war ein furchtbarer Tag, ist es okay noch geworden. Ja. Dann Tag 21, mein Geburtstag. Ja, mal so nebenbei erwähnt. Da muss ich gestehen, das Bild habe ich dann auch vorgemalt. Das habe ich dann, glaube ich, noch am selben Tag wie das gemalt, abends irgendwann, weil ich halt an meinem Geburtstag anderes zu tun hatte. Da hatte ich ein bisschen was zu tun und dann, ja, ging das eben leider nicht. Ich hoffe, das ist zu verzeihen, aber ich glaube, ja, man kann da eine Ausnahme machen. Und ja, genau, das Gilgamesh, auch aus der Fate-Reihe. Ich wollte ihn unbedingt mal mit seinen roten Markierungen hier malen, weil ich die einfach richtig, richtig cool finde. Und genau, hier noch mit seiner goldenen Rüstung und Treasure war ja auch das Thema. Deswegen hier überall Gold, auch wieder mit goldenem Gelpen. Genau. Dann, ja, hier Tag 20. Hier ist schon ein bisschen mehr in die Halloween-Richtung tatsächlich. Ghost war das Thema, Geist. Na, das ist auch aus Pandora Hearts, das ist die White Alice. Oder auch der Wille des Abyss. Kann man, glaube ich, auch nur verstehen, wenn man den Manga kennt. Warum es jetzt diese weiße Alice ist. Aber ja, ich habe sie eben hier auch mit diesen schwarzen Augen und ihrem weißen Hasen, der sie ja auch mehr oder weniger so verkörpert in der echten Welt. Und sie ist ja mehr oder weniger der Geist eben, der hinter diesem Hasen steckt. Der auch sehr, sehr creepy ist. Also das ist schon ein bisschen gruselig, finde ich. In gewisser Weise, aber ja, fand ich eben sehr, sehr cool. Dann Tag 23, auch glaube ich mit einer meiner Favoriten, Kana, auch wieder aus Fate. Ancient war das Thema, also alt, altertümlich so in die Richtung. Auch wieder mit Gold.
Ich habe sehr viele Fate-Charaktere mit den goldenen Verzierungen gemalt irgendwie, weil die haben einfach alle so viel Gold. Ja, hier eben auch mit diesem roten Kreis. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau bedeutet. Ich habe ihn oft damit gesehen. Ich weiß es gerade leider im Moment nicht so, muss ich gestehen. Naja, aber jedenfalls fand ich sehr cool. Ich weiß auch nicht, das ist auch eins dieser Bilder, die mir einfach so von der Hand und war damit zufrieden. Ja, manchmal soll ja auch passieren. Dann Tag 24 Dizzy. Oh, wie übersetzt man das nochmal am besten? Ja, ich glaube, man sieht es, wenn man das Bild sieht von Aqua, von Konosuba. Ich finde sie einfach so witzig und das, ich glaube, man muss jetzt nicht sagen. Es ist, ja, Aqua eben. Und 25, dazu kam auch wieder ein Video, Rin mit Tasty, also Rin von Blue Assassist. Ja, ich fand es einfach süß, ihn zu malen, mal wie er kocht und ich finde es einfach insgesamt süß, wie er so engagiert ist, wenn es ums Kochen geht und ja, fand ich dann auch ganz gut zu malen und ach, er ist einfach sehr liebenswert. Ja, dann 26, hier auch wieder sehr viel Brush Pen im Hintergrund. Thema war eben auch Dark, deswegen sehr dunkles Bild. Karma von Assassination Classroom, auch ich, das ist auch einer meiner Lieblingscharaktere geworden. Den Anime habe ich erst vor kurzem gesehen und er ist so, so gut. Hauptsächlich wegen Karma, also bei mir zumindest. Und hier habe ich immer auch so ein bisschen mit dem Gesichtsausdruck mal gespielt. So ein bisschen versucht, so ein bisschen sehr, ja, eben so seine ein bisschen verrückte Ader vor allem am Anfang rauszubringen. Auch weil er am Anfang eben auch so diese dunkle Seele hat, dass er eben, ja, sehr rowdyhaft ist, aber so ein bisschen in diese yandere Richtung schon fast. Ändert sich ja dann irgendwann. Aber so, zumindest das ist so ein bisschen der Anfangskarma, soll das sein. Genau, dann hier 27 Alan, auch wieder von The Greyman mit Coat, also Mantel, glaube ich, ist das die Übersetzung. Genau, ich habe also beim Mantel halt sofort an seinen Innocence, also seinen Crown Clown gedacht. Deswegen hier auch diese Maske. Und genau, ich habe eben seinen versucht, auch seinen Mantel hier so mit der Schattierung so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Ich hatte ein bisschen Probleme damit, seine Haare zu malen, ehrlich gesagt, weil seine Haare einfach auf jedem Bild irgendwie unterschiedlich sind. Er hat den Ansatz immer auf unterschiedlichen Seiten und war nicht so schön. Naja, aber jedenfalls Alan. Der Tag 28, auch etwas, wo ich nicht so stolz drauf bin. Thema war White, Reiten. Und ja, man sieht, also ich habe versucht, also das ist Tsubaki von Fire Emblem Fates und der ist ein Pegasus-Ritter und ich habe versucht, einen Pegasus mit Einhorn zu malen. Ist semi gut gelungen, wie man sieht. Also ich sag mal, es hätte schlimmer kommen können, aber ich finde, es ist jetzt nicht so das Beste. Also naja, ich muss üben, Tiere zu malen, glaube ich. Ja, ich, aber naja. Ich konzentriere mich auch auf Menschen zu malen, deswegen, naja. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Es ist okay, aber ich würde es jetzt nicht. Naja. Nächstes. Tag 29, Injured, also verwundet. Hier mit Lina Lee, auch von The Greyman, wer hätte es gedacht? Ja, ich habe einfach gedacht, nachdem ich dann schon Lavi und Alan gemalt habe, musste ich auch Lina Lee irgendwie malen. Kanda hätte eigentlich auch noch gefehlt, aber dafür war dann auch kein Platz mehr. Ihn noch unterzubringen und genau, hier Lina Lee auch aus einer Szene mehr oder weniger aus dem Manga, zumindest wurde ich davon so inspiriert von diesem einen, wenn man den Manga kennt, weiß man glaube ich, was ich meine, wo sie noch, ihr letzter Kampf, wo sie auch noch die langen Haare hat und ja, der dann eben auch sehr, sehr prägnant ist, dieser Kampf und er, ich fand ihn einfach so, so gut und er ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich so ein bisschen davon inspiriert wurde und hier eben auch mit ihren verletzten Beinen. Hat eben auch mit ihrer Kraft zu tun. Wenn man den Manga kennt, weiß man, glaube ich, was gemeint ist. Ja, ist auch eins meiner Lieblinge geworden. Ich weiß nicht, ich mag ihren Blick und hier auch noch mit diesen Verwundungen durch ihr Innocence im Gesicht. Ja. Und genau, dann schon die letzte Doppelseite. Hier mit Rei von The Promised Neverland oder Yakusoku no Neverland. Ja, doch, Yakusoku no Neverland auf Japanisch. Und genau, Rei ist einfach mein Liebling aus von den dreien, also von Emma, Norman und Rei ist er echt mein Favorite. Wobei das auch manchmal wechselt. Es ist nicht immer konstant. Manchmal ist dann auch wieder Norman vorne. Es ist ein bisschen unterschiedlich.
Aber da ich im Moment noch den Manga lese und im Moment bei Kapitel 50 ungefähr bin, das war so eine Szene, die ich aktuell gelesen hatte und davon war ich so ein bisschen inspiriert und auch mit dieser Monsterhand so im Hintergrund. Ja, und bei Catch, also Fang, musste ich eben sofort auch eher an den Manga denken. Deswegen, ja, ein Way. Und dann Tag 31, der finale Tag mit dem lieben Dimitri von Fire Emblem Three Houses. Ja, meine erste Route, die ich gewählt habe, war seine. Und ich musste ihn auch einfach hier mit einbinden. Das ist jetzt eben hier der ältere Dimitri, also der nach dem Timeskip. Ja, das Thema war eben Ripe, also reif. Und ich fand einfach, er hat eben so viel Reife erlangt über diese ganze Story und vor allem auch in seiner Route. Die anderen muss ich auch noch durchspielen. Ich bin gerade erst bei der von Edelgard dabei. Und ich weiß nicht, ich fand es einfach, ja, ich fand sein Charakter-Development einfach so, so toll und ich wollte ihn unbedingt auch mit einbinden. Deswegen ist er jetzt hier der Finale geworden. So, ich wollte ihn wirklich sehr stolz präsentieren, irgendwie auch wirklich am Ende dann sozusagen siegreich so als so eine Siegespose hervorgibt und eben. Ja, genau, das war's dann schon. Das war mein diesjähriger Inktober. Hier sind, wie gesagt, noch andere Skizzen drin, aber die haben jetzt nichts mit dem Inktober zu tun. Ja, das war schon soweit. So, genau, hier war wieder Start. Und genau, das war mein diesjähriger Inktober. Ich danke auch euch allen, die mich während dieses ganzen Monats unterstützt haben. Vielen, vielen Dank. Und ja, mal sehen, ob ich nächstes Jahr wieder Inktober starten werde. Mal sehen, was dann sein wird. Und genau, das waren meine ganzen Zeichnungen. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass euch dieses Video, auch wenn es etwas durcheinander war vielleicht, gefallen hat. Und genau, wir sehen uns dann bald wieder und ich höre auch mit meinem Video auf, wie ich es begonnen habe, auf Englisch mit einem, wie immer, wunderschönen See you soon!